Willkommen zurück zu GTA Online. Heute nur mit Cinnamon und mir. Wir sind zu zweit. Und wir machen jetzt heute und vielleicht die nächsten zwei, drei Folgen einfach nur ein bisschen Rumdallerei. Wir wollen ein bisschen Geld sammeln für mit kleineren Missionen. Andy ist heute nicht dabei. Und wir werden jetzt erstmal Koks klauen. Die Mission heißt Funkstille. Oben. Oben steht's. Das ist von Gerald. Und ich denke mal, wir machen hier so zwei, drei Missionen pro Folge und dann reicht das auch, ne? Du sagst nichts dazu, gut. Nö. Hast du nichts zu melden, so wie du fährst? Falsche Richtung. Nochmal, ich hab was vor. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um unbestimmte Zeit. Nee. Ja, wow, gut. Du bist so gut. Die Laterne war im Weg. Ja, wir haben bestimmt schon seit fast zwei Wochen jetzt nicht mehr gespielt oder aufgenommen. Wenn's, okay, ja. Wir hatten so viel Vorlauf und dann. Ja, Andy ist momentan nicht da und auch nicht erreichbar. Das ist immer super bei ihm. Groß ankündigen, dass er Wochen und Monate lang da ist und immer Zeit hat und dann ist er einfach weg. Vom Boden verschluckt. Einmal links abbiegen, genau. Wie man auch in Andys Channel sieht, auch seit Tagen kein Video mehr. Mein letztes war, glaube ich, am Freitag. Vor 4 Tagen. Ja, war Freitag. Ja, ich war ja jetzt nicht da und wir hatten vorher nicht aufgenommen, weil wir auch keinen Termin finden konnten, weil wieder irgendwer nicht da war oder keine Zeit oder Lust hatte. Andy. Und ja, naja, wir versuchen es jetzt erstmal. Demnächst geht es auch weiter mit Project Cars. Hoffentlich dann zu dritt. Wir wollen ja auch ein kleines Turnier starten mal zum Test. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Nö. Naja, das... Was ihr alles über ihren, euren Einzelchat schreibt, weiß ich nicht. Ja, das... Wir hatten also schon was vor, das wird man dann halt sehen, wenn es soweit ist. Seit wann gibt's bei Schwer ein Teamleben? Immer. Echt? Das war nur in Heist-Missionen, dass man da kein Leben hat. Oh Gott. Also bei manchen Missionen gibt's hier sicherlich auch keins, aber bei den meisten hast du welche. Das sind ja nur diese normalen Multiplayer-Koop-Missionen. Okay. Mit 100 Millionen Kilometern Anfahrweg. Ja. Nichts von jemandem schnelleren Wagen. Ja, der Kuma ist nicht wirklich schnell, das stimmt. Aber du kannst ja hier gleich cutten, dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Okay, wird gemacht. Boah! Ja, hier müssen wir wieder irgendwelchen Drogenbannen des Koks abnehmen. Hallo! Also, diese meisten Missionen haben wir schon mal off-camera gespielt. Und... Alter, das ist laut. Ich hoffe, ich überbrüll das hier nicht alles einfach so unbedacht. Aber leider ist das Spiel auch so ein bisschen ungleichmäßig laut. Insbesondere in der Aufnahme. Oh, nein. Dann fange ich auch mal an mit ein bisschen mit Schießen. Ja, wenn ihr den. Ja, ich bin übrigens inzwischen über Level 100. Einfach nur, weil ich so nebenbei ein bisschen gespielt habe und ein bisschen Geld gesammelt habe, auch mit diesen Missionen. Wir wollen auch irgendwann mal, wenn wir den vierten Mann finden, die heißt Criminal Mastermind Challenge angehen. Aha. Da bin ich gespannt. Ja, die würde ich auf jeden Fall aufnehmen, aber halt nur immer den Schnitten ausstrahlen. Also nicht wieder komplett alle Missionen. Das wäre ja Quatsch. Übrigens fährt der Typ mit dem Koks hier auf der Straße rum, ne? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Er kommt doch genau zu uns. Ja, das war ich, deswegen sag ich dir das ja. Dann können wir ihn hier abfangen. Okay, ich hab ihn abgeknallt. Ja, du bist schön dran vorbeigefahren. Achso, das liegt da auf der Straße. Das liegt immer auf der Straße, wenn du den aus dem Auto rausschießt. Oh, steig ein. Ja, das ist dieses doofe Gelegge von dem Spiel. Das ist echt übel manchmal. Obwohl wir ja wirklich nur zu zweit sind, wie man ja hier sieht. Sollte das eigentlich ein bisschen besser laufen, aber gefühlt hat man doch relativ hohen, eine hohe Latenz zueinander. Insbesondere bei so einer Aktion wie aussteigen oder losfahren. Ach ja, die kommen uns ja jetzt auch noch entgegen hier. Egal. Ja, einfach weiterfahren.
Ich nehme mal die schwere Pistole. Ich mag die irgendwie. Da geht's aber nicht lang. etwas elegant ausgewichen. Ja, da hinten kannst du hochspringen, dann kommen wir eigentlich wieder auf die Straße. Und Sprung! Okay, doch. Ja, natürlich macht diese Mission Nekomua natürlich deutlich einfacher. Aber es ist erstmal egal, wir wollen ja nur ein bisschen Geld sammeln und nicht hier groß, ernsthaft was irgendwas machen. So. Möglichst schnell und effektiv die Missionen abspulen. Wobei das mit dir als Fahrer immer so eine Sache ist, ob das schnell und effektiv geht. Ja. Ich springe gerne. Und insbesondere diese doofen Fahrsequenzen immer, ne? Wo einfach nichts passiert. Ja eben, muss man ein bisschen aufpeppen. La la la. Guck mal, die bleiben sogar noch ganz ruhig. Seltsam. Also der Weg hätte auch ruhig ein bisschen kürzer sein können, ne? Ja. Lernen wir ein bisschen was von der Stadt kennen. Du musst nicht der Linie folgen, du hättest auch hier ein Stück weiterfahren können und dann rechts abbiegen. Genau, hinter dem Zaun. Oder der Mauer. So, wir sind da. Da müssen wir rein. Wenn du einfach stehen bleiben würdest, ne? Nein, ich will nicht weit laufen. Das war's schon. Neue Gummibärchen für Gerald. Hi. Tränkeheime Gummibärenlieferung? Für mich? Gib her. Oh, hier, deins. Hi. Ah, scheint ein bisschen leicht zu sein, Freunde. Ich glaube, ihr habt von genascht. So, das war die Mission Funkstille. Abgeschlossen. Und bestanden. Gibt da noch ein paar japanische Punkte. Oh, 13.600 ist nicht schlecht. Für den Mist. Jo. Gut, das war diese Mission. Wir sehen uns gleich in der nächsten und ja. Bis gleich. So, da geht's weiter mit der Ballast-Lieferung. Hi. Wollen wir jetzt mal ohne Kuruma fahren? Okay. Dann müssen wir uns hier noch ein Auto klauen. Und erstmal schön das Inventar hier zurecht sortieren. Ich habe inzwischen auch übrigens eine normale Panzerfaust. So, steigen Sie bitte aus, junge Dame. Ich steig ein. Ein Albany Primo. Wo ist denn mein... Alter, wie ich dich nicht treffe, das gibt's doch wohl nicht. Wir müssten erst da runterfahren, das was ich vorhabe. Was ist denn das für eine Connection, Alter? Ich knatter da zigmal auf die und treff die nicht. Ah, komm. Mach mal die Aktion beim nächsten Mal. Wir sind schon so in der Nähe. Achso, du hast jetzt wieder einen doofen Panzer gerufen, ne? Ja, wollte ich. Ja, wie gesagt, das funktioniert, aber es ist halt weit weg. Sollen wir oder nicht? Ja, lass da reinfahren, ne? Oder wollen wir die irgendwie bewerfen? Was müssen wir überhaupt machen? Ja, wir können schon den LKW, bestimmt den LKW klauen. Deswegen sollten wir etwas vorsichtiger sein mit Sprengstoffen. Ich steige aus. Tschüss. Wir gehen hier nochmal Waffenrad. Ah, okay. Und Mausrad. Okay, ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, was rennst du auch nach da vorne, wenn die dann noch alle rumgurken? Hallo, ducken, danke. Da kommt ein Auto. Ich sehe es. Oh, der LKW ist abgehauen. Komm mal, steig ein hier. Wir müssen den LKW holen. Alter. Was ist denn hier los, ey? Das ist so übelst am Lecken. Ja, wir haben den Platten hinten. Wir nehmen das andere Auto hier.
Raus mit dem Drecksack. Ich hoffe mal, den habe ich nicht ganz zerschossen. Oh, jetzt scheint zu gehen. Du folgst halt meinem Wegpunkt. Nein, ich habe mir schon einen neuen gesetzt. Ach so, okay. Das ist schon wieder gerade richtig merkwürdig. Hier ist nichts los und die Frames gehen schon wieder in den Keller. Oh man. Ganz seltsam optimiertes Spiel. Die andere Mission hat gut geklappt. Da hatte ich schön 60 FPS. Jetzt habe ich 46. Ah, ab. War ich nicht. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Gut. So. Mann, blöde Affen. Da ist er. Ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht. Ja, das hatte ich auch gerade. Wie gesagt. Und an so einem kleinen Auto brichst du dir fast das Auto kaputt. Das ist total merkwürdig gerade. Als wenn durch dieses Gelenke wieder die Spielphysik nicht funktioniert. Die Hitbox und so weiter. Alter, ist der gepanzert oder was? Jetzt haben wir ihn. Ist die tot? Oh, die hast du gut erwischt. Okay, komm, holen wir uns den Ärger. Oh, der brennt schon. Fast. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Ich ziehe mir jetzt noch eine neue Panzerung an. Willst du nicht einsteigen? Nö. Ich halte das so aus. Na, da bin ich mal gespannt. Ich meine, er ist schön langsam, das könnte klappen. Wenn du noch hier in Deckung gehst, dann müsste er sich noch ein bisschen in die Knie gehen. Dann könntest du eventuell etwas stabiler sitzen. Oh Gott, ich sehe ihn schon explodieren. Ich lasse es lieber. Das sieht witzig aus. Dass ich aber nicht runterfall, wundert mich. Vielleicht, weil du dich oben gegenlehnen kannst. Jetzt bist du richtig fixiert. Oh, fuck. Oh, nein. Ich sitze mal nicht. Ey, die klebt mich schön auf unserem Dach. Oh, lol. Oh, ich bin tot. Ich auch. Oh, nicht, dass du jetzt alleine wieder gespawnt wirst. Jawohl, sehr schön. Ja, viel Glück. Ja, das ist auch irgendwie so blöd, ne? Das ist, wenn du aus diesen LKWs rausschießt, wie oft man sich denn selber die Granaten an das Auto wirft. Naja. Müssen wir halt zugucken. Wie du, das gleich, unten, ne? Wie du das gleich versemmelst. Ja, der ist wahrscheinlich unten auf Autobahn. Pass auf! Hey! Ist direkt unter dir. So. Wie weit ist es noch? 2,4 Kilometer. Ach du Scheiße. Aber das C4 ist weg. Oder? Und trotzdem qualmt der LKW natürlich. So, ich werde mal das HUD ausblenden. So. Wo sind die Ach, auf den Pfeiltasten. Alles klar. Schön romantischer Rotton. Aber wieso geht's denn hier bergauf? Lila, grün. Ach du Scheiße. Oh ja, hier, TV-Übertragung. Weasel News. Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen, weiß ich nicht, Cinnamon wahrscheinlich. Stripper kommen bald in lokale Busse. Ja, das finde ich gut. Ich kann auch nicht nirgends abkürzen durch die Berge. Nee. Ja, du wirst irgendwann nachher wieder. Das musst du, glaube ich, zu Lester's Unterschlupf bringen, ne? Matratzes Garage. Ach, doch, stimmt. Das ist der Holzschuppen. 800 Meter noch. Wahrscheinlich nach links über die Straße abkürzen und dann den kleinen Sandhügel hoch. Das kennen wir ja schon. Aber so. Naja, fast geschafft. Oh, wie hier abbremst. Ja, ist okay. Du mit deinem Kiffer-LKW. Die dicken Rauchwolken links und rechts raus. Smoke weed every day.
Because I got high. Und Handbremse und rein. Ja, das klappt mit dem Ding nicht. Der ist so underpowered, dieser LKW. Ja, gut gemacht. Aber da war jetzt auch nicht mehr so viel. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben jetzt, ja, knapp über eine Viertelstunde ungefähr. Ich glaube, das reicht. Müssen es ja nicht übertreiben. Darum, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Abschluss der erfolgreichen Mission Ballastlieferung. Bis dann. Ach ja, Daumen nach oben.